Hallo und herzlich willkommen bei Stempelrausch. Mein Name ist Michelle Vogel und ich bin eine unabhängige Stamp-and-Up-Demonstratorin. Heute bekommst du als erstes nicht nur meine Finger zu sehen und hörst die Stimme, sondern hast auch noch ein Gesicht dazu. In dem heutigen Video möchte ich dir gerne eine Geburtstagskarte zeigen. Mein Patenkind ist jetzt 12 geworden und habe mir so gedacht, Mensch, welches Layout könnte ich ihm gestalten, und habe mich im Internet ein bisschen erkundigt und habe einfach nur mal eingegeben, Karte Teenager, und bin auf sowas Ähnliches gestoßen, was ich jetzt so ein bisschen abgewandelt habe, und dachte mir, Mensch, also als 12-Jähriger findet man vielleicht so eine Karte doch ein bisschen cooler als nur ein paar Sterne oder Herzen oder sonstiges. Und ich werde dir heute zeigen, wie diese Karte funktioniert, oder eine ähnliche Karte. Ich werde nicht genau die gleiche machen, sondern eine abgewandelte Karte. Es geht aber speziell um die Prägung mit der Big Shot und mit dieser Prägeform Ziegel. Und bei dieser Karte habe ich 3 Stempelsets verwendet. Das ist einmal das Stempelset Timeless Textures. Also ich kann das immer so schlecht aussprechen. Dann ist da noch das Stempelset Gorgeous Grunge und das Stempelset Labeler Alphabet, mit dem man halt selber seine Wörter gestalten kann, wenn da kein passendes Stempelset dabei ist. Und wie gesagt, so kannst du dir dann deine Wunschwörter selber stempeln und dann zurechtschneiden. Noch ein kleiner Tipp zwischendurch. Also mein Patenkind hat sich Geld gewünscht, und zusätzlich zu dem Geld, was er bekommt, werde ich ihm noch dieses sinnvolle Kinderbuch schenken. Also ein Kinderbuch über Geld. Ist nicht nur ein Buch für Kinder, sondern ist auch ganz toll für Erwachsene. Also wer einen Buchtipp braucht, das kann ich nur empfehlen. So, und wie die Karte mit dieser Prägung funktioniert, werde ich dir gleich zeigen. Und du siehst hier, die ganzen Fugen, die habe ich mit einem Stamp-and-Write Marker nachgemalt. So sieht das so ein bisschen, also man sieht halt aus wie eine richtige Wand oder eine Mauer. Und zuerst wird halt gestempelt, dann geprägt, dann habe ich die Fugen ausgemalt und zum Schluss den Schriftzug gestempelt, ausgeschnitten und aufgeklebt. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich dir nun jetzt. Nun geht es los mit der Karte. Du brauchst eine Kartenbasis. Das ist ein halbierter DIN A4 Farbkarton in Flüsterweiß, den ich in der Mitte gefalzt habe. Dann brauchst du ein Stück Farbkarton in Espresso, das hat das Maß 9 x 13,3 cm. Und das ist ein Stück Farbkarton in Savanne, das hat das Maß 8,5 x 12,8 cm. Mit dem beginne ich auch. Und ich will dir noch einmal die Prägung vom Dichten zeigen. So, Moment. Ich glaube, das kann man jetzt ganz gut sehen. Also wie gesagt, in der Art wird jetzt gleich eine Karte gestaltet. Also genau dieselbe werde ich nicht nochmal machen, weil ich brauche dieses Exemplar nur ein einziges Mal. Und werde jetzt eine andere machen. Also der Hintergrund ist im Prinzip so ähnlich. Und beginne, wie gesagt, mit dem savannefarbenen Farbkarton. Savanne, richtig. Und stempel als erstes in Saharasand die Außenumrandung mit einem Stempel aus dem Stempelset Timeless Textures. Das ist der hier. Ich nehme Saharasand, weil der Stempel oder die Farbe ist relativ hell und nicht zu kräftig. Jetzt gehe ich dann hier einfach so bei. Und habe schon die erste Umrandung.
Als nächstes nehme ich ein Stempel aus dem Stempelset Gorgeous Grunge und nehme das in Espresso. Und stempel auch einfach wild drauf rum. Dann nehme ich noch einen Stempel aus dem Stempelset Gorgeous Grunge. Das ist der hier. Und nehme Taupe. Stempel das allerdings einmal auf dem Papier hier ab, damit das nicht zu dunkel ist. Und nun kommt ein bisschen Farbe ins Spiel. Und nehme dann Ockerbraun. Dann nehme ich da noch so einen dicken Klecks aus dem Stempelset Gorgeous Grunge. Habe ich noch die kleinen Pünktchen aus diesem Stempelset wieder. Timeless Textures. Irgendwann kann ich das Wort richtig aussprechen. Ich finde, das ist irgendwie so ein kleiner Zungenbrecher. Und nehme dazu die Farbe Melonsorbet. Und mache da einfach ein paar Pünktchen hin. Nun sieht das Ganze ganz schön gesprenkelt aus. Als nächstes geht das mit der Big Shot weiter. Und zwar möchte ich ja diesen Farbkarton prägen in dieser Ziegelform. Mal ausrichten. So möchte ich das gerne haben. Das lege ich schon mal hier so hin. Also mit der Big Shot wird das jetzt hier mal durchgekurbelt. Und habe nun eine Prägung erhalten. Das siehst du hier ganz deutlich. Die Fugen, die werde ich jetzt mit dem Stampin' Write Marker in Sahara-Sand ausmalen. So, jetzt gehe ich hier einfach mit dem Marker hier rüber. Manchmal sind die Fugen ganz schwierig zu sehen. Von daher ist das ganz gut, dass man hier rüberfassen kann und rüberfühlen kann, wo die Fuge ist. So. Nun haben meine Fugen eine Farbe erhalten. Ich möchte gerne Liebe Grüße stempeln. Also Liebe Grüße, das kann man ja auch immer verwenden, wenn man einfach mal jemanden eine Karte schicken möchte, ein paar Grüße loswerden möchte oder einfach sagen, Mensch, ich denke an dich. Und deswegen werde ich dieses Wort stempeln. Dazu brauche ich dann einfach nur ein Reststück Farbkarton in Flüsterweiß. Das ist der kleinste Acrylblock, das ist Acrylblock A. Und diese kleinen Buchstaben und würde dann auch wieder genau wie bei dieser Karte das mit dem Hinterlegten verwenden. Und auch die werde ich in Espresso stempeln. So. Und nach jeder Benutzung reinige ich dann auch immer gleich den Stempel, dass ich den dann wieder reinsetzen kann. Nicht, dass mir hier ein Stempel davon flöten geht. Das ist mir schon mal passiert und extrem ärgerlich. Also kann ich dir auch nur den Rat geben. Stempeln, sauber machen und gleich sofort wieder dahin kleben, wo es hingehört.
die Stempel, bevor ich sie in dem Säuberungskissen reinige, stempel ich immer vorher ab, dass dann nicht so viel Tinte drauf bleibt. Wenn ich das mache, dann brauche ich halt das Stempelkissen nicht, oder das Reinigungskissen, das Säuberungskissen nicht so häufig reinigen. Wie gesagt, also einmal vorher abstempeln, entweder auf Schmierpapier oder auf dem Küchenkrepp, und dann gehe ich dann hier mit rein. So, nun, also in diesem Stempelset ist, also dass ich würde gerne ein Ü haben wollen, gibt es ja so nicht wirklich. Nun wende ich die sogenannte Kusstechnik an. Also ich nehme also das U färbe ich ein und hier ist ist ein Doppelpunkt enthalten. Das klebe ich jetzt hier auf und drücke das, also den Doppelpunkt als Ü-Pünktchen einmal über das U drauf, sodass da zwei kleine Pünktchen sozusagen abgenommen werden. Also ich zeige dir das sonst einfach mal. Ich stempel das mal ein Stück hier auf. So sieht es normalerweise aus. Und nun küsst dieser Stempel den anderen. Und das sieht jetzt aus. Also, na, kann man das jetzt sehen? Jetzt. Das sieht aus wie zwei kleine Augen. Also man kann es jetzt erahnen, dass es also ein Ü sein soll. Der Schriftzug ist jetzt gestempelt worden. Man könnte jetzt auch noch zusätzlich nochmal hier mit dem Stift, mit diesem weißen Stift, das ist also ein Chalk-Marker, also das lässt sich auch toll auf dunklen Hintergründen verwenden. Also das ist so eine Art Kreidetechnik, die man damit machen kann. Und hier könnte ich jetzt mal ein bisschen beigehen, dass die Pünktchen ein bisschen deutlicher zu sehen sind. Nun habe ich zwei Pünktchen über das U. Also ich könnte natürlich auch UE schreiben, aber ich finde das einfach ein bisschen netter. So, jetzt saue ich hier alles ein. Mit der Papierschere schneide ich das jetzt einfach aus. Und positioniere das Ganze hier schon mal, um zu gucken, wie das aussieht. Jetzt habe ich hier, also mit einer Hinterlegung sieht das auf jeden Fall besser aus, finde ich. Okay, dann klebe ich das jetzt einfach mal auf. Dazu nehme ich dann meinen Tombow Flüssigkleber. So habe ich dann immer noch die Möglichkeit, ein paar Sekunden das auszurichten, falls ich das schief aufgeklebt haben sollte. Und klebe das dann auf meine Kartenbasis. Nehme ich dann auch den Tombow. Du kannst natürlich auch, wenn du den Snail-Kleberoller zu Hause hast, kannst du den natürlich auch verwenden. Da drücke ich nur ganz leicht auf, dass da ganz wenig
Kleber rauskommt. Also je stärker du drückst, umso dicker kommt das nachher raus. Und das muss ich nicht haben. Also da reicht wirklich ganz wenig aus. Und das hält so super bombenfest. Und auch hier kann ich das dann wieder ausrichten. So. Ups, hier ist schon wieder zu viel. Da ist das ganz gut, wenn man dann mal so ein kleines Reststück liegen hat, um das gleichmäßig zu verteilen oder überschüssigen Kleber abzunehmen. Sonst, wenn man das aufdrückt, dann quillt das aus allen Seiten raus. Und das sieht dann nicht besonders toll aus. Und das streiche ich dann auf dem anderen Stück auf. So, die Karte ist mir jetzt noch ein bisschen zu nackig und möchte da noch ein bisschen Glimmer drauf haben und verwende dazu aus dem Paket Thinlits Formen Libelle ein paar kleine Libellen und Glitzerpapier in Minzmakrone. Das kurbel ich jetzt auch einmal durch die Big Shot. Hier mache ich das einmal vor und dann noch einmal zurück. Damit die Schmetterlinge auch richtig durchgestanzt werden. Libellen. So. Wie du siehst, ist hier auch jetzt überall Glitzerpulver auf der Stanzplatte. Das kriegst du ganz gut mit der Fusselrolle ab. So, einmal hier nehmen. Bastler sollten eine Fusselrolle im Bastelzimmer haben. Die Libellen löse ich aus der Form mit dieser tollen Bürste. Da ein bisschen vorsichtig beigehen, nicht dass da irgendwie Flügel abreißen oder so. Ah, achso, das ist das Innenleben. Das ist nicht so schlimm. Und da ich jetzt nur zwei dieser Libellen haben möchte, schneide ich mir die dann einfach ab. Das unten, das Unterteil ist jetzt ein bisschen abgehackt. Das werde ich jetzt einfach ein bisschen abrunden. Gucken, ob mir das gelingt. Ja. Ist zwar jetzt ein bisschen kürzer als die anderen, aber das ist mir jetzt, also das ist jetzt nicht so schlimm. So, und die sind jetzt übrig. Ach, das ist die falsche Karte. Und die möchte ich jetzt hier hin haben. Mal gucken, oder ich flicke hier noch mal ein bisschen was an. Ist hier noch ein Stück. Das mache ich jetzt einfach mal. Schneide das jetzt gerade ab. Und alles glitzert hier wieder. So, einmal kurz anlegen, um zu gucken, ob das einigermaßen hinkommt. Natürlich ein bisschen fummelig. Das wird schon gehen. Jetzt habe ich nämlich den Schwanz vergessen zu kleben. Und habe jetzt hier ein bisschen mit einem Stück Restpapier Kleber abgenommen. Und gehe hier ganz vorsichtig drunter. Da quillt nämlich schon jetzt der Kleber an der Seite ein bisschen raus.
aber der Kleber trocknet transparent nach. Also das fällt jetzt nicht so doll auf. Und die Rückseite kriegt ja auch, da ist jetzt noch ein bisschen Kleber dran, das nehme ich da drauf. Nun fällt das Angestückelte überhaupt nicht mehr auf. Huch! So. Jetzt kannst du es genau sehen. So, das war es jetzt auch schon mit der Karte. Also ich bin mit dem Ergebnis jetzt so zufrieden und wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Du darfst das Video auch gerne teilen, mir Kommentare hinterlassen oder wenn du Fragen hast, dann kannst du das auch einfach als Kommentar hinterlassen oder mir eine E-Mail schreiben an info@stempelrausch.de und würde mich freuen, wenn du mich auch auf meinem Blog besuchst auf www.stempelrausch.de. Also viel Spaß beim Nachbasteln und bis zum nächsten Mal. Tschüss!